Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, ich stehe hier Kraft meines Amtes im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wahrscheinlich auch ein bisschen, weil ich hauptamtlich Gewerkschaftssekretärin bin bei Verdi. Wir aus dem Vorstand, wir Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen wechseln uns, glaube ich, immer so ein bisschen ab mit den Grußworten. Ich darf ein kurzes halten. Ein paar Sachen hat Fanny schon gesagt. Es ist die vierte Konferenz dieses Mal mit permanent wachsendem Zuspruch, kann man schon sagen. Bereits bei der ersten haben 400-500 Menschen teilgenommen. Die hat in Stuttgart stattgefunden, 2013. Und auch damals schon zusammen mit regionalen Gewerkschaftsgliederungen und auch im Gewerkschaftshaus in Stuttgart. Die haben einen groß genugen Saal, aber ich glaube, jetzt gibt es kaum Gewerkschaftshäuser, die einen Saal haben, wo hier alle reinpassen. Da sollte man schon ins Audimax gehen, das ist schon richtig. Also auch dieses Jahr wieder in Kooperation, und zwar einmal mit der IG Metall Braunschweig, Salzgitterpeine Wolfsburg, mit Verdi Südostniedersachsen und der NGG Südostniedersachsen und der GEW Braunschweig. Der DGB Südostniedersachsen ist auch dabei und das Verdi Bildungswerk und die Kooperationsstelle Hochschulen und Wissenschaften. Schön, dass ihr alle dabei seid. Bei der ersten Konferenz damals, da schien es mir so, dass die eher noch theoretisch ausgerichtet war oder stärker theoretisch. Da ging die Diskussion eher darum, dass man sich mit dem wissenschaftlichen Blick auf gewerkschaftliche Strategien und Durchsetzungsmacht, zumindest habe ich das so empfunden, dass man sich eher damit auseinandergesetzt hat. Und bei den weiteren sind dann immer stärker auch die Aktionen und Arbeitskämpfe in den Vordergrund gerückt und eben die Entwicklung gewerkschaftlicher Strategien. Der Titel Gewerkschaftliche Erneuerung ist insoweit ja auch programmatisch. Und Fanny hat vorher gesagt, dass wir ja auch über Probleme und Schwierigkeiten miteinander reden wollen. Deswegen dachte ich, ich berichte hier mal kurz, dass natürlich so ein programmatischer Titel durchaus nicht immer auf Freude bei den Gewerkschaften oder bei manchen Gewerkschaftern, bei manchen Gewerkschaftsgliederungen gestoßen ist. Weil der Titel ja eine Herausforderung ist, er drückt aus, dass sich was ändern, dass sich was erneuern muss. Und das gefällt natürlich nicht immer allen. Es waren zwar immer Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen beteiligt, aber eben nicht immer politisch gesehen die gesamte Breite. Und bei der ersten Streikkonferenz, da war ja der Bezirk Stuttgart mit der Hauptkooperationspartner und der Bezirksgeschäftsführer damals, der hieß Bernd Rixinger. Hallo Bernd. Also die Argumente, die kenne ich natürlich hauptsächlich aus Verdis Sicht. Da wird eben gesagt, eine Diskussion gewerkschaftlicher Strategien ist eine Sache von Gewerkschaften selber. Das kann keine andere Institution und auch kein anderer Zusammenhang führen. Es wird gesagt, insbesondere Streikstrategien, die diskutiert man natürlich nicht in aller Öffentlichkeit, nicht vor Medien und schon gar nicht, wenn vielleicht auch noch Arbeitgebervertreter mit rumsitzen. Und es wird natürlich auch gesagt, dass man keine Ratschläge braucht, schon gar nicht oder auch nicht, je nach politischer Selbstverordnung von Linken zusammenhängen. Bei Linken, da wird natürlich Partei und Fraktion und Stiftung auch als eins angesehen, da können die meisten nicht so genau differenzieren, wer da neu ist. Andererseits habe ich aber wohl sehr wohl auch wahrgenommen, dass auch Kritiker zur Kenntnis genommen haben, dass dass mit diesen Konferenzen ein Nerv getroffen wird und haben auch ganz schön neidvoll geguckt, dass so viele Leute da und immer mehr Leute zusammenkommen und auch insbesondere jüngere Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen. Das klingt ja nicht so oft im Tagesgeschäft. Wir haben als Stiftung auch mit im Vorstand das Gespräch mit den Kritikern und Kritikerinnen auch gesucht und ich glaube, dass wir auf einem ganz guten Weg jetzt schon sind inzwischen. Das sieht man ja auch an der Teilnahme aus den Vorständen der Gewerkschaft. Wir haben mit Marlies Thebe eine Vorsitzende der GEW dabei, zum zweiten Mal. Beim letzten Mal war die Michaela Rosenberg von der NGG dabei. Wir haben, ja, schön. Danke.
Ich glaube, ihr werdet hinterher auch noch ordentlich vorgestellt. Wir haben den Hans-Jürgen Urban dabei, der war, glaube ich, bei jeder Streikkonferenz inzwischen von der IG Metall. Hallo Hans-Jürgen. Und ich freue mich natürlich auch besonders, dass Christine Behle dabei ist aus dem Verdi-Vorstand. Christine ist ja nicht nur jetzt Verdi-Vorstandsmitglied, sondern ist auch nominiert als für den stellvertretenden Vorsitz. Und ich gehe mal davon aus, dass es alles gut geht dann beim Verdi-Kongress im September. Wir haben einen Stargast aus dem Ausland. Das hat auch Fanny schon gesagt, die Jane McAlevey, die auch anschließend noch bei der IG Metall ein Organizing-Training machen wird und die vor allen Dingen auch ein Buch geschrieben hat, das wir als Stiftung haben ins Deutsche übersetzen lassen und das druckfrisch draußen auch zu haben ist, zu Organizing keine halben Sachen. Es gibt eine weitere Publikation, die druckfrisch draußen liegt, nämlich von Ingrid Artus, eine Studie zu Streiks und Frauen, zur Feminisierung von Streiks. Da freuen wir uns natürlich drauf, dass die beide rechtzeitig fertig geworden sind und dass die draußen mitgenommen werden können. Beziehungsweise bei dem einen muss man, glaube ich, ein bisschen was für zahlen. Spende, okay. Ja, so. Als Rosa-Luxemburg-Stiftung sind wir eine Linke, die Linke, parteinahe Stiftung und sind an Fragen an einer sozial gerechteren Gesellschaft interessiert. Und da ist eben die Auseinandersetzung, der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit zentral und damit eben die Gewerkschaftsarbeit zentral. Und deswegen wollen wir einen Austausch über neue gewerkschaftliche Strategien und unterstützen und ermöglichen. Das machen wir einmal mit Publikationen, nicht nur den genannten, sondern auch regelmäßig vielen anderen. Und das machen wir, indem wir eben auch Raum für Verständigung und Diskussion zur Verfügung stellen, wie bei den Streikkonferenzen jetzt hier, um eben voneinander zu lernen, um aus unseren Kämpfen zu lernen, wie der Titel dieses Mal heißt, die in dieser Konferenz. Streiks auswerten, Strategien entwickeln, politischer werden, das ist das Motto. Und dazu wünsche ich für die nächsten Tage viel Spaß, eine kämpferische Stimmung und produktive Auseinandersetzung. Danke. Ja, danke Sabine. Unser nächster Gast ist der Vorsitzende des DGB in Niedersachsen. Merdat Payande. Payande. Schön, dass du da bist. Ja, auch vielen Dank für die Einladung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte euch im Namen des DGB Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt hier in Braunschweig herzlich begrüßen. Für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen, strategische Debatten zu führen, sich zu vernetzen und auszutauschen und schließlich die Kampfkraft der Gewerkschaften zu stärken, wird, hoffe ich zumindest, das Bild dieser Konferenz prägen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaften waren, sind und bleiben Dreh- und Angelpunkt der betrieblichen, aber auch gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und wenn ich formulieren darf, diese Auseinandersetzung findet entlang zwei zentraler Begriffe statt: gute Arbeit und Lebensbedingungen im Betrieb und außerhalb der Betrieb. Unsere Aufgabe hört nicht auf vor dem oder nach dem Werkstor. Das ist das, was uns verbindet, und da müssen wir sehen, konkrete Vorschläge machen, wie das zu erreichen ist. Ich nehme mal ein Beispiel dafür, einige Beispiele dafür. Das muss ich sagen, dass wir selbst als Gewerkschaften so konkret wie möglich unsere Lösungsvorschläge formulieren können. Und ehrlich gesagt, was ich mir wünsche, dass wir alle Parteien treiben. Nicht reagieren, wir müssen die treiben, egal welche Partei. Ein Beispiel dafür ist die ganze Auseinandersetzung, die jüngste Zeit geführt wurde, um die Arbeitszeit.
Die Arbeitgeber kommen Tag an Tag aus, darunter verstehen sie Arbeitszeitflexibilität, am besten Abschaffung der gesetzlich geregelten Arbeitszeit, also das ist Dorn im Auge, 8 Stunden auf 12 Stunden, das ist der Anfang, am besten wollen sie alles abschaffen. Für uns Gewerkschaften, wir reden von Arbeitszeitsouveränität. Selbstbestimmt, mitbestimmt, frei gestaltet. Antworten zu finden, um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Spielräume zu erweitern und damit Menschen ermöglichen, praktisch auch ihr Privatleben und ihr Arbeitsleben so zu gestalten, dass auch Zeit zum Atmen bleibt. Und ich sage, diese Arbeitszeitdebatte ist die plausibelste Antwort auf die zunehmenden Arbeitsstress, zunehmende Arbeitsverdichtung im öffentlichen Dienst, wie in Privatwirtschaft, überall nimmt der Stress zu, ellenlange Erreichbarkeit, ein Beispiel dafür. Und in den Schulen, in den Baubehörden, egal in Verwaltung, in Krankenhäusern, in Pflege, in allen Rechnungen, überall nimmt dieser Stress zu und bekommen kaum Luft zum Atmen. Umso wichtiger ist, dass diese Frage von uns beantwortet wird und wir in den Tarifverträgen Arbeitgeber so weit treiben, und zwar in guter konjunkturellen Lage geht es am besten, dass die unterschreiben und dementsprechend Rahmenbedingungen schaffen, dass ein Leben und eine Arbeit beide miteinander vereinbar sind. Ein anderes Beispiel ist die aktuelle Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder. Ich habe jetzt gesagt, Detlef Arting sehe ich hier, der weiß auch, kann selbst berichten. Also mein Kollege, der Dietmar Schild von der Gewerkschaft der Polizei, der kann auch wirklich Lieder singen, wie der Stress und Arbeitsbedingungen ihn bei Polizei oder im öffentlichen Dienst überall zugenommen hat. Das sind Beispiele dafür. Aber gucken wir in der jetzigen Auseinandersetzung, wie Arbeitgeber, das sind öffentliche Arbeitgeber, darauf reagieren. Nämlich gar nichts. Also, einer von denen, der mit am Verhandlungstisch sitzt, ist unser niedersächsischer Finanzminister Hilbers. Unser Finanzminister interessiert sich wirklich fast, ich sage, jetzt muss ich mal höflich bleiben, wird aufgezeichnet. Aber gar nichts für die Belange der Beschäftigten. Seine Äußerungen gegenüber den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, geringe gesagt, das ist, hat mit Wertschätzung echt nichts zu tun. Ja? Und das ist wirklich, dass diese Leute immer noch diesen Laden, öffentlichen Dienst, zusammenhalten. Das haben sie nicht verdient, so zu behandelt zu werden. Und das Einzige, was er im Kopf hat, ist seine Schuldenbremse in die Landesverfassung zu schreiben, und zwar so scharf, dass null Investitionen, Spielräume gibt, dafür zu machen. Das ist, ich muss sagen, ein Finanzminister, eigentlich in Eigeninteresse soll ich mal die Spielräume lassen. Er hat seinen Job nochmal verpasst. Tut mir leid, dass ich so direkt sagen soll. Ein anderes Beispiel ist Personalmangel. Brauche ich nicht zu sagen, Berlin immer ein Beispiel, wie genommen, wenn man so einen Pass oder Reisepass oder Personalausweis beantragt oder Geburtsurkunde, wie lange braucht man? 6 Monate, bis man bekommt. Das ist irgendwie schulpflichtig für das Kind, bis er irgendwann einen Namen öffentlich hat. Also das sind Zustände, die darf man jetzt wirklich, das ist überall. Überall. Also ich habe vorhin Tag eine Sitzung gehabt, jemand hat mir vor einer Baugenehmigung erzählt. 3 Jahre gewartet. Da muss ich sagen, das ist, also man muss, egal, das muss man nicht haben. Ja. Ein anderes Beispiel ist Besoldung im öffentlichen Dienst. Also ich weiß, meine Gewerkschaften jetzt nicht unbedingt, wie sagt man, Verbeamtung ist nicht unsere jetzt erste Geschichte. Aber wenn man in Länder vergleicht, Niedersachsen vergleicht mit allen Bundesländern, sind wir Schlusslicht. Nach uns kommen noch die berühmten Sachsen. Ja, sonst niemand, ja. Und das ist doch kein Zustand in einem wirklich, in einem Industriestandort mit VW, mit allem, wo man angibt, aber dann sich den eigenen Leuten nicht gönnt. Das gibt es ja auch gar nicht. Das ist wirklich Zustand, ja. Und übrigens, egal welche Partei hier regiert hat, das ist die gleiche Nummer. Ja, das ist Missstand.
Und wir müssen Gewerkschaften diese Dinge benennen. Sonst keine nennt das, wirklich keine. Wenn die, egal welche Partei, sobald an die Regierung kommt, vergisst, was gestern gesagt hat. Ja, Punkt. Wir müssen die mal treiben. Und Mindestlohn. In Niedersachsen ist der Mindestlohnbetrug, wir sind Nummer eins. Da punkten wir. 9% der Beschäftigten bekommen sie ihren Mindestlohn nicht. Und wir haben einen Superminister, jetzt Hilbert, das habe ich mal ein bisschen genannt. Der zweite Superminister ist der Minister für, keine Ahnung, wie viele Ämter. Verkehr, Wirtschaft, Arbeit, Digitalisierung. Ja? So. Und der ist zuständig dafür, dass praktisch hier eingehalten wird. Das ist keine Bananenrepublik. Das ist ein Mindestlohngesetz. Ja, aber man tut, alle gucken lassen zu, dass missbraucht wird. Dass die, unsere Kolleginnen und Kollegen das Mindeste, was ihnen ansteht, nicht bekommen. Und das sehe ich nicht in Ordnung. Man kann nicht Sonntagsreden halten und sagen, toll, wie Mindestlohn ist, wir haben was gemacht, ja, hat gewirkt. Millionen von Menschen im Niedriglohnsektor davon profitiert, aber wir müssen auch zur Wahrheit gehört sagen, dass 9% in diesem Bundesland immer betrogen wird. Das muss ein Ende finden, das geht ja gar nicht. Dann brauchen wir, sagen Sie, Tarifautonomie. Ja? Alle, von Merkel bis keine Ahnung was. Ich glaube, es gibt, Tarifautonomie hat gar keinen Feind. Ja? Aber alle haben noch Freunde. Aber wenn man sich mal anguckt, geht es um, wie man unterstützt die Tarifautonomie. Zum Beispiel allgemeinverbindliche Erklärungen zu stärken, leichter zu machen, damit dort die Tarifverträge gesamte Branche erfassen und dementsprechend nicht diese diejenigen, die betrügen, diejenigen, die denken, die sind cleverer, praktisch die Nutznießer des Systems sind. Null. Null Bewegung. Egal, wer Bundesarbeitsminister war. Da passiert großartig nichts. Oder Tariftreue und Vergabegesetze. Was passiert? In Uelzen, das hat ein Kollege von IGBAU erlebt, erzählt, wurde um 40 Millionen Euro Auftrag aufgeschrieben. Die gehen alle Bauunternehmen, die fair bezahlen, gehen leer aus. Sie können gar nicht anbieten. Da kommt ein polnisches Unternehmen, das hier keinen Cent Steuer zahlt und bekommt den Aufschlag. Das ist ein Zustand, lokale Handwerker verloren, Beschäftigte, diejenigen fair zahlen, die gehen leer aus. Diese Missstände müssen wir benennen. Das ist nicht Cleverness, das ist Lohndumping, Förderung von Lohndumping. Und zwar auf öffentlicher Seite. Das muss man benennen. Ich bitte. Und jetzt kommen wir diese Lebensbedingungen. Da brauche ich nicht sagen, ich glaube, kennt jeder Zustand. Unbefahrbare Straßen, die Hälfte der Brücken unbefahrbar. Kosten wird abgewälzt, egal bei Logistikunternehmen, wie auch immer, die müssen große Landstraßen nutzen. Sie stören die Funktionalität einer ganzen Volkswirtschaft, weil die Infrastruktur in den Städten, in den Kommunen, überall vernachlässigen. Und das ist ein Zustand, das müssen wir beenden. Inzwischen unsere Lohnerhöhungen, die wir durchsetzen, wird aufgefressen durch Mietpreise, Mietsteigerungen. Das ist kein Zustand in diesem Land. Da kann nicht der Staat sich aus dem Stau machen. Dann sage ich Breitbandnetz, auch wiederum der Altusmann, Digitalisierungsminister, Superminister. Der hat Masterplan Digitalisierung, kommt raus, die müssen sie 10 Millionen, Milliarden Euro investieren in Breitbandnetzausbau, macht 500 Millionen. Zur Wahrheit gehört, statt immer große Tone zu spucken, wirklich zu handeln. Dieses Land braucht wirklich uns Gewerkschaften, damit wir schonungslos Probleme benennen und sagen, wie wir diese Probleme lösen. Eines davon war, wir haben eine Broschüre, könnt ihr euch mal angucken, zu bezahlbarem Wohnraum in Niedersachsen, konkrete Vorschläge, sagen, wie man Probleme löst. Und so können wir weiterkommen. Ich sage es, ich wünsche euch eine schöne Konferenz. Wir gönne uns mal Erfolg, dass wir stärker werden, dass wir alle treiben, diskutiert kräftig mit, sorgt für gute Ideen, wie wir weiterkommen, wie wir gestärkt werden. Ohne Gewerkschaften wird dieses Land arm aussehen. Glück auf!